das Ursächliche der Eiszeiten und was den Grand Canyon wirklich erschaffen hat. Es geht darum, dass ich auf der Suche nach dem Ursprung des Grand Canyon einen Mechanismus der Erde entdeckt habe, der wie eine wolkenerzeugende Maschine funktioniert. Die Spuren dieses natürlichen Wolkenerzeugers sind so gigantisch, dass es durch den Bruch der Erdkruste in einem flachen Meer und mit dem anstehenden Winter zu einer Schneezeit und somit zur Einleitung einer Eiszeit gekommen sein muss. Diese Entdeckung zog weitere Entdeckungen nach sich, die logisch schlussfolgernd und mit ihrer Existenz belegbar ein anderes Bild der Erde zeigen, als durch falsches Wissen verbreitet wird. Die Geschichte. Ich schaute mir im Sommer 2014 den Film Gasland an und war über die Verbrechen der US-Amerikaner an der Natur so erschüttert, dass ich im Internet mit Google Earth die Örtlichkeiten des Films aufsuchte, um das, was der Film mir vermittelt hatte, zu reflektieren. Da alles noch viel schlimmer war als vermutet und ich schon viele Stunden damit verbracht hatte, immer mehr Bohrungen in Louisiana und Texas auszumachen, brach ich die Suche wirklich erschöpft und mit Tränen in den Augen ab und flog mit Google Earth zum Grand Canyon, um mich abzulenken. Ich kannte den Grand Canyon nur aus Filmen und von Bildern, und so war ich sehr überrascht, als ich, von Süden kommend, eine Lücke in einem erhöhten Plateau sah, die ein Fluss oder eine Flut geschaffen haben soll. Der Fluss als Erzeuger fiel wohl gleich weg. Die Flut folgte im Gleichschritt, und so stand ich auf dem Rand der großen Leere bei Grand Canyon Village und hatte ein Problem. Ich war dann etwas platt, habe aber ein waches Auge, und so erkannte ich sehr schnell, dass es im oder auf dem Colorado-Plateau keine großen Flüsse gibt, sondern nur teilweise wasserführende Öffnungen in der Erdkruste. Diese meine Worte zu beweisen ist nicht schwer, denn ein Riss in der Erdkruste, der durch Zugkräfte entsteht, ist nur so lange ein Riss, wie die getrennten Teile nicht auseinanderdriften. Driften nun die Teile auseinander, dann wird der Riss bei 0 Grad Versetzung in Laufrichtung zur Öffnung, also zum Spalt, und bei 90 Grad Versetzung nur zur Verschiebung. Wenn 0 Grad schwarz und 90 Grad weiß sein sollen, dann sind die Winkel dazwischen das mehr oder weniger grau bei der Auswirkungen. Diese Eigenart bei der Entstehung eines Canyon, der schlängelt, ist unübersehbar und macht so manche Dokumentation über einen Fluss, der sich durch ein Plateau frisst, zur Lügengeschichte. Auch der Colorado ist ohne Canyon nicht denkbar und nur das Wasser am tiefsten Grund eines Canyon. Wasser fließt nur abwärts und so beweisen die Höhenunterschiede der Landschaften, die ein Canyon durchbricht, dass er eine Spalte in der Erdkruste ist. Was man eigentlich sofort sehen sollte, wenn man nicht als Fundament seiner Betrachtungen und das im doppelten Sinne eine eingeredete Ausspülung im Kopf hat. Was mir sofort aufgefallen ist, war das Ergebnis eines Vorganges, den ich überall sah und den ich dann in Anlehnung an das Ereignis als Abrutsche bezeichnet habe. Diese Abrutschen haben ihren Ursprung in den Zugkräften der angehobenen, platzenden Erdkruste, wo Teile der Bruchkanten durch Risse vorgeschädigt abbrechen und abrutschen. Hat man sich die Abrutsche einmal begreiflich gemacht, dann wird sie, wie auch die Scholle, die Kipplehne und der Tiegel, bei der Betrachtung der Erde zu einem immer wiederkehrenden Aha-Erlebnis. Der Tiegel. Der Tiegel ist eine heiße Stelle unter der Erdkruste, in dem die Erdkruste regelrecht eingeschmolzen wird. Wobei sie in Schollen zerbricht, die umkippen und zu Reihen von Kipplehnen werden können. Schmale, lange Schollen entstehen dadurch, dass sie in einer lavaführenden Spalte nicht nur von unten eingeschmolzen werden, sondern auch von der Seite, was oben einen Überhang erzeugt, der abbricht. Eine so abbrechende Scholle hat einen dreieckigen Querschnitt, wobei, wenn sie rechts abbricht, auch rechtzeitig ihre Schichtung zeigt. Man kann also im Gebirge sehen, an welcher Seite sie abgebrochen ist. Tiegel führen in den meisten Fällen zur Gebirgsbildung, sie können aber auch Absenkungen verursachen und irre Landschaften erzeugen, von denen dann wieder einmal behauptet wird, dass sie ausgespült worden seien.
Der Vulkan ist das Überbleibsel eines Tigels, wie auch das Gebirge, also ohne Tigel nicht denkbar. Zeigt er Aktivitäten, dann sind das Aktivitäten des Tigels. Die Erde wird nicht wärmer, sie erkaltet, was jedem mit einem bisschen Verstand klar sein sollte. Das Rumpfuschen an der Erdatmosphäre kann also nur zu einer Eiszeit führen, die in letzter Konsequenz die Erde zu einem Schneeball macht, aus dem sie nicht mehr erwachen wird, eben weil sie stetig erkaltet. Hier ist die, ach so intelligente, hochgepriesene Wissenschaft zu einem tödlichen Schwachsinn geworden. Die Scholle. Die Scholle schwimmt im Tigel und kann so bei der Gebirgsbildung nicht nur umkippen, sondern auch noch angehoben werden. So liegt in den Pyrenäen eine zum Gebirge gewordene Scholle, die Spuren einer Eiszeit hat. Eine Eiszeit, die sich somit vor der Entstehung der Pyrenäen ereignet hat. Wir sollten auch vergangene Eiszeiten grundsätzlich mit Tigeln und Wasser in Verbindung bringen, um zu begreifen, was sie ausgelöst hat. Die Kipplehne. Die Kipplehne ist eine Scholle, die kippt, jedoch seitlich keinen Platz hat, um sich ganz auf die Seite zu legen. Sie schließt so die Lücke zu etwas anderem, was wieder eine Scholle oder Kipplehne sein kann. Das ist mit einer Sonnenblende vergleichbar, deren Lamellen so weit gekippt werden können, dass sich die Spalten schließen. Die Abrutsche. Bei der Abrutsche ist es schwer, sie zu erklären, weil nur ihr Ergebnis sichtbar ist. Doch entdeckte ich in Österreich eine, die eingeklemmt durch drückendes Eis in den Abrissspalten wohl irgendwann mit einem furchteinflößenden Grollen zu Tal gehen wird. Ich weiß nicht, ob die Schönbacher unten im Tal wissen, was da auf sie zukommen kann. Eine Warnung ist hier angebracht, und vielleicht kann mir ja jemand schreiben, dass sie angekommen ist. Der Grand Canyon. Ich werde Ihnen nun zeigen, was den Grand Canyon wirklich erschaffen hat und wo das nicht auffindbare, angeblich ausgespülte Material geblieben ist. Dazu zwei Feststellungen. 1. Der Grand Canyon ist jünger als das Plateau, welches er durchbricht. 2. Der Grand Canyon ist dort am tiefsten, wo das Plateau am höchsten ist. Was besagt, dass unter ihm das Zentrum der Anhebung liegt, die ihn geschaffen hat? Schaut man genau hin, dann laufen drei Spalten unten im Canyon bei Grand Canyon Village zu einem Punkt zusammen, was nach der Natur der Dinge auf das Zentrum einer Anhebung hinweist. Nun sollte man wissen, dass dieser Teil Nordamerikas, bevor er angehoben wurde, unter Wasser lag und dieses Anheben zu Rissen und Spalten in der Erdkruste führte. Das in die Spalten einlaufende Wasser explodierte auf der glühenden Lava und schoss mit gewaltiger Kraft als Dampf wieder nach oben. Wobei es Sedimentschichten wieder zu Sedimenten machte und mit sich riss. So wurden die Kondensationsflächen für die Wolkenbildung gleich mitgeliefert. Auch wurden die Spalten durch das weggepustete Material zu Trichtern, was man an einem ganz bestimmten Canyon, der sich wie etwas Lebendiges mit Wasserdampf durch ein Plateau gefressen hat, sehr gut sehen kann. Dass dieser Canyon nicht durch Ausspülung entstanden ist, sondern durch glühende Lava und Wasser, beweist diese Stelle des Canyon. Ich habe mir die Erde genau angesehen und bin zu dem Schluss gekommen, dass dieser Canyon eines der jüngsten erdgeschichtlichen Ereignisse ist, was zum nächsten Winter eine Schneezeit ausgelöst haben muss. Und das ist wohl keine 10.000 Jahre her, wenn man gleiche, jedoch schon gealterte Ereignisse betrachtet. Die Eiszeiten. Die Wärmeenergie der Lava wird durch den nach oben schießenden Dampf als Kraft mal Weg zur Arbeit, die Wasser und Sedimente in die Atmosphäre trägt. Riesige Wolkenbänke türmen sich auf und wandern ab. Hält dieses Ereignis an, dann verdunkelt sich die Erde und es kommt zu einer Regenzeit, die sich zur Schneezeit wandelt. Alles Lebendige wandert Richtung Äquator und wird eingefroren, wenn es Hindernisse nicht überwinden kann. So lebt dann das eine noch eine Weile von dem anderen, bis auch das ein Ende hat. Ausgestorbene Arten sterben also nicht in einer Sackgasse der Evolution, sondern verhungern und erfrieren. Wird nun die wolkenerzeugende Maschine nicht abgestellt, weil sie genug Ressourcen an Wärme und Wasser hat,
dann komprimieren sich die immer höher gewordenen Schneemassen zu Eis und die Eiszeit beginnt. Hier Spuren einer Eiszeit im Norden Australiens, nur 1550 Kilometer vom Äquator entfernt. Dieser große Tigel, in dem viele kleine Tigel liegen, geboren unter einem flachen Meer, war also das Kühlaggregat, welches immer und immer wieder die Erde zur Kühltruhe gemacht hat. Und so erklärt sich an diesem Punkt von selbst, wo das Material geblieben ist, was im Grand Canyon fehlt. Zum Schluss noch ein Bonbon. Würde die Wärmeenergie der Erde ausreichen, immer wieder Tigel zu erschaffen, dann wären irgendwann alle Sedimentschichten dehydriert, entgast und Lava aufsaugend zu Gestein geworden. Wird nun diese eingekochte, gebackene und gebratene Erdkruste erneut angehoben, dann werden nicht Sedimentschichten durchbrochen, sondern Gesteine. Was, wie man hier sieht, fantastische Welten erzeugen kann. Herbert Stahlkopf. Ende.